Die drei Fragezeichen. Das Geheimnis der Skipiste. Adventskalender 2016. Gesprochen von mir, Annette Mack. Bob Andrews betrachtete den großen Haufen. Also, ob die noch einer kaufen will? Ich denke, die sind eher ein Fall fürs Museum. In diesem Moment kam der Postbote mit seinem Rad durch die Toreinfahrt gefahren. Guten Morgen, alle zusammen. Ich habe Post für Justus Jonas, rief er ihnen entgegen. Und es scheint ein sehr wichtiger Brief zu sein, denn er ist als Einschreiben verschickt worden. Ich brauche eine Unterschrift vom Empfänger. Peter und Bob stellten sich neugierig um ihren Freund herum. Nun, mach schon auf, drängte Peter. Als erstes fiel eine Postkarte aus dem Umschlag. Darauf waren verschneite Berge zu sehen. Willkommen im Magic Mountain Alpendorf, las Bob laut vor. Was soll das? Plötzlich riss Justus jubelnd die Hände hoch. Ich habe doch bei einem Preisausschreiben mitgemacht. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Einen Skiurlaub in den Bergen. Und dabei war das Preisrätsel gar nicht mal schwer zu lösen. Und damit ein wunderschönes herzlich willkommen zu Tag Nummer 2 von dem Adventskalender von den drei Fragezeichen zu Part Nummer 7. Kleines Wort immer. Aber ich suche mich mal raus, wo die Nummer 2 hier versteckt ist. In den ganzen Strummerhaufen. Mensch. So, 10 und 3, 4, 8 da. Ich habe nein. Ich doch nicht. Ach ja. So. Hier ist das wunderschöne Teil, was wir heute bekommen haben. Eine Schere habe ich auch natürlich sofort parat. So, Memo darf auch nicht aufgemacht werden. Dann tue ich da alles mal drauf. Da sind so Lesezeichen für euer Buch. Ich zeige es euch mal mit einem Duden. Upsa. Der ist natürlich auch sehr dick und ihr könnt euer Lesezeichen einfach da reinklemmen und dann beim nächsten Mal zuschauen, weil ihr, aha, da müsst ihr dann weiterlesen. Das gibt es insgesamt einmal für Bob Andrew Recherchen und Archiv, Justus Jonas, der erste Detektiv, und Peter Shaw, der zweite Detektiv. Ja, ich bin ein, ja, ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan von den drei Fragezeichen, aber generell schaue ich mir auch so Krimi sehr gerne an. Hier sind die nochmal als Abbildung, erster, zweiter, Recherchen und Archiv. Und damit einfach mal wieder auf Wiedersehen, bis Tag Nummer 5, bis morgen, tschüss.